Soeben hat Apple iOS 15.3 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt und in diesem Video möchte ich gerne einmal auf alle Neuerungen und Änderungen eingehen, die iOS 15.3 mit sich bringen und warum ihr dieses Update auf jeden Fall installieren solltet. Sollten dich Videos zur neuen iOS-Version oder auch iOS-Beta-Version interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns alle Neuerungen und Änderungen in iOS 15.3 direkt nach dem Intro etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir das Video mit dem Grundsätzlichen und zwar ist iOS 15.3 hauptsächlich ein Bugfix-Update. Das heißt, Apple hat hier Fehler und ähnliche Dinge behoben, hat die Stabilität erhöht oder auch grundsätzlich die Sicherheit erhöht und dementsprechend haben wir hier keine neuen Funktionen, die man jetzt irgendwie direkt zeigen kann, sondern grundsätzlich sind es einfach nur so ein paar kleine Anpassungen, die in vorigen Versionen nicht so optimal waren und die jetzt eben in iOS 15.3 optimiert wurden. Relevant ist dieses Update aber auf jeden Fall trotzdem, weil auch Sicherheitslücken geschlossen wurden. Das heißt, wenn irgendwelche Fehler vorhanden waren, die ausgenutzt werden konnten, dann wurden die jetzt mit iOS 15.3 noch weiter geschlossen. Das heißt, wenn ihr euer Gerät auf dem aktuellsten Stand halten möchtet und auch auf dem sichersten Stand, dann solltet ihr auf jeden Fall dieses Update installieren. Eine Sicherheitslücke in Apple HomeKit, die Apple bereits in iOS 15.2.1 gefixt hat, wurde natürlich auch in iOS 15.3 gefixt. Und in diesem Fall ging es darum, dass wenn man hier Zubehör, Gadgets hinzufügt und die eben benennt mit sehr, sehr vielen Zeichen, dass es dort eben Sicherheitslücken gab und das hat Apple eben in diesem Fall behoben und das sind genau diese Dinge, die man eben mit solchen Updates dann fixt. Dementsprechend solltet ihr auf jeden Fall diese Updates installieren. Es gibt aber auch kleine optische Anpassungen und zwar hauptsächlich, was die Beschreibung angeht, in diesem Fall von iCloud Private Relay. Wenn ihr diese Funktion habt, dann könnt ihr einfach mal in der iCloud schauen, in eurer Apple ID und dann seht ihr, dass sich hier insgesamt der Text so ein bisschen geändert hat. Das sind jetzt keine großen Neuerungen und das Ganze ist auch weiterhin in der Beta-Phase, aber grundsätzlich hat Apple hier das Texting so ein bisschen überarbeitet und damit eben die Beschreibung, wie Private Relay funktioniert und was das Ganze ist, optimiert. Das gilt übrigens auch für den Nachlasskontakt, den ihr ebenfalls in der iCloud und dann unter Passwort und Sicherheit finden könnt. Da könnt ihr jemanden hinzufügen, der sozusagen nach eurem Ableben Zugriff auf das Gerät bekommt. Und auch hier hat Apple insgesamt das Texting so ein bisschen angepasst. Auch hier wurden eben die Sätze, die Beschreibung etwas optimiert, also auch nur Kleinigkeiten. Wenn bei euch mit iOS 15.2.1 und älter die Apple Musik App nicht so zuverlässig lief, dann wurde das jetzt mit iOS 15.3 gefixt. Hier hat Apple ein paar kleine Optimierungen vorgenommen. Das gleiche gilt auch für weitere Apps. Und zwar, wenn wir hier jetzt einmal uns die Kurzbefehle App anschauen, auch hier hat Apple diverse Anpassungen vorgenommen, damit diese App insgesamt zuverlässiger läuft. Und zu guter Letzt dann auch noch in der Podcasts App. Auch hier gibt es kleine Optimierungen und kleine Anpassungen, unter anderem auch kleine textliche Anpassungen, die eben vorgenommen wurden. Und insgesamt wurde auch diese App etwas stabiler. Zu guter Letzt gab es dann noch einen Bug, der hauptsächlich mit iOS 15.3 Beta aufgetreten ist, zum Teil aber auch von Nutzern gemeldet wurde mit früheren iOS-Versionen. Und zwar war das so ein Zoom-Bug, dass eben das zuverlässige Zoom nicht gewährleistet war, hauptsächlich in Safari. Ich persönlich hatte das aber auch in Instagram und das ist hier jetzt in der offiziellen Version und auch schon in der vorigen Beta gefixt worden. Das heißt, solltet ihr irgendwie Probleme mit dem Zoom gehabt haben, egal ob in Safari, in Instagram oder in anderen Apps, dann sollte das jetzt mit iOS 15.3 wieder zuverlässiger funktionieren. Wie ihr seht, ist iOS 15.3 wirklich ein sehr kleines Update und damit hauptsächlich dafür gedacht, um das System zu optimieren, um Fehler zu beseitigen, Sicherheitslücken zu schließen und so weiter. Und daher ist es auch ein sehr empfehlenswertes Update. Solltet ihr Probleme mit diversen Apps oder allgemeinen Einstellungen haben in vorigen Versionen, dann kann ich euch sehr empfehlen, iOS 15.3 zu installieren, denn da wurde auf jeden Fall einiges behoben, was eben in vorigen Versionen zu Fehlern geführt hat. Das soll es denn jetzt aber auch mit diesem Video gewesen sein und ich hoffe natürlich, ich konnte euch so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was das iOS 15.3 Update so bietet. Wenn das der Fall war, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Neuerungen gefunden habt, schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!